Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. So, wir sind hier um 7 Uhr nachts in Unterwäsche im Schloss von Lea Wien. Wollen eigentlich hier was klauen und warten auf Alessia Caro. Und können hier nicht warten. Warum sind die Kerzen jetzt hier an? Passiert hier jetzt gleich was? Muss ich mir Sorgen machen? Warum ist hier rotes Licht auf einmal? So. Ich würde hier dann nochmal... 8 Uhr abends, das ist 20 Uhr. Ich mach mal bis 22 Uhr. Ich habe mich vorhin wahrscheinlich... Also, was heißt vorhin? Also in der letzten Folge... Grüße. Wahrscheinlich... Hallo, was habt ihr für Neuigkeiten? Hallo, ich bin vor kurzem ein paar Schlammkrabben begegnet. Nervige Kreaturen. Gut zu wissen. Abscheuliche Kreaturen. Seht euch vor. Ich hoffe, wir euch. Habt ihr schon mal mit Maridarte gesprochen? Sie weiß, wie man ein Geschäft führt. Und sie kennt sich mit Alchemie aus. Ihr seid, hi. Sie versteht eine Menge von Geschäften. Der Kämpfergilde, ich will sie aber nicht belästigen. Gräfin Alessia Caro. Auf sie warten wir. Schönen Tag. Hehl daraus. Einen wunderschönen guten Tag. Sie zeigt gern ihr Können, aber ich... Vielleicht noch mal eine Stunde? Ich bin ganz Ohr. Dass die Ritter der neuen heilige Reliquien sammeln? Das habe ich auch schon gehört. Geht mit den neuen Dunkelforsträumen. Das sieht. Die Gilde hat einen neuen Meister und Orain ist zurück. Das sieht sehr falsch aus. Ich gebe zu, dass ich die allgemeine Begeisterung für die Arena teile. Es ist barbarisch, aber der Kampf auf Leben und Tod macht das Drama einfach unwiderstehlich. Das sieht gerade sehr falsch aus. Ist es? Das ist unglaublich. Der graue Prinz wurde bezwungen. Es gibt einen neuen Großmeister der Arena, den Metzger. Den Metzger. Das kann nicht sein. Ohne Zweifel. Gibt es Neues aus den anderen Regionen von Tamriel? Man sagt, Syndikate von Zauberern hätten einen Boykott von kaiserlichen Waren ins Land der Altmer angeführt. Es hat den Anschein, die Insel Sumaset ist mittlerweile viel gefährlicher geworden. Wiedersehen. Okay, Alessia? Okay, sie ist noch, also... Die anderen gehen wenigstens. Wir warten auf sie. Vielleicht noch einmal eine Stunde warten? Wie lange will sie noch essen? Wir sind unsichtbar. Also. Wo führt das hin? Bedienstetenquartiere? Vielleicht ist nach 11 Uhr. Der Ring trotzdem drinne. Hier passiert wenigstens nichts. Jetzt ist die Frage, gehen die alle schon schlafen oder... Ist hier irgendwer unterwegs? Wir haben zum Glück gerade noch gespannt. Da ist Alessia. Ja, ich hatte kurz gehofft, die lässt die Tür offen.
Okay, sie schläft schon. Hier ist sonst niemand. Es ist aus, Gesetzesbrecher. Euer Spaß hat ein Ende. Ich nehme alle gestohlene Ware an mich, die ihr habt. Jetzt seid ihr an der Reihe. Zahlt eure Strafe oder ich führe euch ab. Dann zahle mit deinem Blut. Mist! Was tut ihr denn da? Ja, wir laden nochmal. Aber wie hat er denn mich jetzt wahrgenommen? Es war so gut. Aber wo ist dann der Ring? Wenn oder trägt sie den bei sich? Muss in der Schatulle sein. Ist er aber nicht bei ihm? Schlüssel für Schloss, Schlüssel für Geheimraum. Schleichenfertigkeit verbessert. Tretet leise. Ja, okay. Bei ihr? Ihr dreckiger kleiner Dieb, ihr wagt es mich anzufassen? Aber... Es ist ausge... Dann zahle. Wo ist denn das? Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft. Vorsicht! Hier ist es ja nicht. Warum wollt Zeigt ihr, mir, was ihr nicht habt. Sterben? Ich lade nochmal. Denn ich verstehe jetzt nicht, wo der Ring jetzt sein soll. Scheint den Ring dauernd zu tragen, ja. Was seine Entwendung wirklich schwierig gestaltet. Ich habe jedoch erfahren, dass sie ihn nachts abnimmt. Ich muss mich in der Nacht in ihr Schlafgemach schleichen und ihr Schmuckkästchen durchwühlen. Aber warum ist er nicht im Schmuckkästchen? Muss ich vielleicht einen früheren Speicherstand jetzt laden? Ja. Der ist hier nicht hier. Wachen! Wachen! Ich verstehe da gerade nicht. Er geht ja jetzt gerade. Ich verstehe sie gerade wirklich nicht. Silber-Saphir-Ring. Taschendieb! Ich würde vielleicht
das hier mal laden? Nee. Das hier vielleicht nochmal laden, automatisch speichern. Ansonsten verstehe ich nicht, wie ich das sonst noch lösen soll. Weil es ist anscheinend nicht da. Und ich will mir den jetzt nicht ercheaten. Er hat mich jetzt gesehen. Es ist aus, Gesetzesbrecher. Euer Spaß hat ein Ende. Ich nehme alle gestohlene Waren. Ja, dann... Hier. Hoffentlich ver... Alle eure Besitztümer wurden von Wachen konfisziert. Ihr erhaltet sie zurück, sobald ihr eure Strafe abgesessen habt. Aktiviert das Bett, um eure Haftzeit zu beginnen. All meine Besitztümer sind weg. Gibt's hier einen Dietrich? Schüssel. Ja. Komm, wir sitzen dort ab. Stumpfe Waffefertigkeit verringert um 1. Meister, braucht ihr mich? Okay, den Scheiß wieder anziehen. So, weg damit. Weg damit. Das wieder anziehen, das. Die Schuhe, weg damit. Irgendwer wird sich freuen. Achso, das... Wieder weg? Ja. Warte mal, wie spät haben wir es jetzt? 1 Uhr morgens. Besser so. Doch, vielleicht die Dinger einmal ausziehen. Ich will jetzt an den Ring kommen. Ich glaube, wir müssen wirklich dringend in Schleichen auch besser werden. Ich habe keine Ahnung. Gibt es Taschendiebstahl als Skill? Sicherheit, Öffnet verschlossene Türen und behält damit Dietrichen, okay. Räumt anderen die Taschen aus und bewegt euch lautlos und ungesehen. Das ist es, okay. Nicht hier. Es ist nicht in Alessias Schmuckkästchen. Das speichere ich dieses Mal. Ist das auch der falsche Ring jetzt?
Okay, die Katzen machen hier jetzt Chaos. Spielen jetzt ein bisschen viel zu viel rum um diese Uhrzeit. Wobei die eigentlich schlafen sollten. Au! Okay. Das ist aus, Gesetzesbrecher. Euer Spaß hat ein Ende. Ich nehme alle gestohlene Ware an, die ihr habt. Jetzt. Ja, komm. Hier. Zu schade aber auch. Also. Klettert mir eine Katze hier den Fuß hoch und tut mir sogar noch weh. Ja. Du tust mir weh, Gizmo. Gizmo hier wieder mal. Komm. Komm mal her. Sag mal hallo. Sieht man nicht so gut, hä? Willst du runter? Ich lass dich runter. Aber nicht wieder auf den Fuß klettern. So, es tut mir leid wirklich für sowas. Wenn sowas vorkommt. 2 Uhr nachts. Vielleicht war ich einfach nur zu früh an der Kiste. An der Schatulle. Wie öffnet man hier die... Okay, so öffnet man das mit den Cheats. Okay. Für den Fall der Fälle, dass es bei mir vielleicht doch verbuggt ist, dass ich den einfach mir doch dann hercheate. Was der allerletzte Ausweg sein wird, was ich machen würde. Wenn das so extrem verbuggt ist, dass ich hier gar nicht mehr mit der Diebesguild vorankomme. Die Tür ist wenigstens offen. Ah, der Gizmo will mir immer wieder den Fuß hochklettern, das Bein hochklettern. Halt. Ja, ja. Komm, Gefängnis. Hoffentlich. So, stumpfe Waffenfertigkeit hat sich verschlechtert. Okay. Ja, weg damit. Weg damit. Und weg damit. So, der nächste wird sich freuen. So, und ich würde sagen, ich mache dann vielleicht erstmal was anderes. Der Ding zieht wieder, Kajiti, aus weg. Wir machen erstmal eine andere Quest. Was haben wir denn zur Auswahl? So, dass ich die Beschwörung des Data zuerst zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang ein Nachtschattenopfer an ihrem Schrein darbringen muss. Und des tugendhaften Blutes. Ein Dunmer namens Ralsa Novalo kam auf mich zu und sagte mir, dass ihr Mann Unterstützung bräuchte. In einer Angelegenheit, die sie als von allergrößter Wichtigkeit für die Sicherheit der Bürger der Kaiserstadt bezeichnet. Komm, wir machen das hier. Wo müssen wir dafür hin? In die Kaiserstadt, gehe ich mal von aus. Ja. Dann machen wir das. Ich glaube, mit Dings kommen wir erstmal nicht weiter. Da müssen wir vielleicht ein Weilchen warten, bis das wieder sich normalisiert. Wo muss ich hin? Ach, hier hin. Es ist eine Ehre, euch endlich kennenzulernen.
Als ich hörte, dass ihr in der Stadt wärt, musste ich euch einfach um Hilfe bitten. Euer Ruf eilt euch voraus. Okay, Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Seridur. Ja. Seridur, es freut mich, euch zu sehen. Ganz meinerseits. Verzeiht, dass ich euch auf diese Weise von Gilens Frau holen ließ, aber es schien mir sicherer, wenn wir nicht auf der Straße gesehen werden. Wenn ihr mir folgen würdet? Wo lang? Geht voraus. Hervorragend. Passt auf, wo ihr hintretet. Hallo. Hallo. Was habt ihr zu berichten? Gerüchten zufolge hat der Nerevarim Morrowind für eine Expedition nach Akavir verlassen. Seither hat niemand mehr etwas von ihm gehört. Angesichts der gewalttätigen Vergangenheit von Morrowind ist dies nicht überraschend. Wir können nur hoffen, dass die Probleme schnell ein Ende finden werden. Ich will deine Handschuhe. Schönen Tag. Ich grüße euch. Ich bin Sylvan Dolovas, Seridurs Assistent und Leibwächter. Belassen wir es dabei. Ja, woher hast du die komplette Daedra-Rüstung? Sag mir das. Sag es mir. Er stirbt für die Rüstung. Er hat einfach mal das komplette Set. Außer den Helm natürlich. Eure Anwesenheit ehrt mich. Graukehle? Hört zuerst Seridur an. Dann unterhalten wir uns. Okay. Gilena Valo. Willkommen. Ihr befindet euch nun in der Zuflucht des Ordens des tugendhaften Blutes. Nur wenige von außerhalb unseres Kreises haben je unsere heiligen Hallen betreten. Wir sind, in Ermangelung eines besseren Wortes, Verteidiger. Wir verteidigen die Stadt gegen eine Seuche, die sie heimgesucht hat. Wir sind Vampirjäger. Ah. Ihr kennt gewiss diese abscheulichen Kreaturen. Sie nähren sich von unschuldigen Menschen, als wären diese Vieh. Nun, diese Gruppe wurde gegründet, um sie zu bekämpfen. Ach, wir sind nur drei alte Männer, die der Kampfstärke eines Vampires nicht gewachsen sind. Uns fehlt die Kraft, sie im Kampf zu besiegen. Okay, was hat es mit den Vampiren auf sich? Unser Ziel ist es, die Vampire auszurotten, die unsere schöne Stadt unsicher machen. Bisher ist es uns noch nicht gelungen, einen aufzuspüren. Der Orden hat Kenntnis davon bekommen, dass der Bewohner des Tempelbezirks, Roland Jenserik, ein Vampir ist und bereits sein Opfer gefordert hat. Und hier kommt ihr ins Spiel. Ihr sollt den Vampir zur Strecke bringen und die Stadt von diesem Gräuel befreien, bevor er sich wieder an jemandem nähern oder ihn gar umbringen kann. Okay, Roland Jenserik? Neulich abends durchstreifte ich die Stadt wie so oft und suchte nach Anzeichen von Vampiren. Als ich an Rolands Haus vorbeiging, hörte ich einen Schrei. Ich eilte nach hinten in den Garten, wo Roland mit einer Frau kämpfte, der er den Hof gemacht hatte. Ich versuchte einzugreifen, aber er war zu stark. Er stieß seine Geliebte zu Boden und wandte sich mir zu. Zum Glück gelang es mir, auf die Straße zurückzulaufen und ihm zu entkommen. Ich versteckte mich eine Weile und ging dann in den Garten zurück. Roland war verschwunden und die Frau war tot. Sie hatte zwei kleine Bisswunden im Hals. Da begriff ich, dass er ein Vampir ist. Der Orden braucht euch, um ihn aufzuspüren und zu vernichten. So, hier ist noch eine Katze. So, wie finde ich ihn? Ich würde zunächst sein Zuhause durchsuchen. Er war seit Tagen nicht dort, es müsste also ungefährlich sein. Kommt zu uns zurück, wenn ihr Fragen habt. Wir treffen uns bei Nacht. Okay, Wer weiß, wann Roland wieder zuschlägt. Ihr müsst euch beeilen. Jetzt wollen sie alle hier hoch. Da seid ihr ja wieder, Kollege Vampirjäger. Jetzt ist Lucy da. Hier ist Lucy mit Säckchen. Dass ihr zu uns gestoßen seid. So. Ich hoffe, die machen jetzt hier keinen Ärger. Gizmo versucht hier auch noch wieder hochzukommen. Ja, komm. Ich hoffe, die machen jetzt hier keinen Blödsinn. Oh, das wird jetzt anstrengend. Wie die hier auf mir rumklettern. Hallo. So, hi. Ich möchte deine Rüstung haben, bitte. Ich freue mich, dass ihr zu uns gestoßen seid. Was verschafft mir die Ehre? Ja. So, okay, den Vampir muss ich, finden.
Okay, ich glaube, ich muss die beiden oder die drei, die hier sind, einmal kurz doch lieber wieder runter tun. Ich bin sofort wieder da. So, und da bin ich wieder. Sorry für das kleine Cut. Ich werde hier wieder von den Katzen belagert. Und, zu wem muss ich? Ich muss hier rein, oder? Roland Jenseriks Haus. Kann ich hier einfach so rein? Moment, ich muss hier mal was eben anpassen. Ah, die Maus hat sich hier verheddert. Wegen den Katzen, weil die vorher hier gespielt haben. So. Ich speichere vielleicht einmal und... Und die liebe Lucy ist jetzt auf meinem Schoß. Ich bin im Haus von Roland Jenseritz angekommen. Ich sollte es nach wie auch immer gearteten Hinweisen bezüglich dessen Verbleibs durchsuchen. Vielleicht erstmal Einkaufsliste. Äpfel, Zwiebeln, Schmalz, Käse. Blatt. Wenn ihr Schutz braucht, tragt Rüstung von die beste Verteidigung. Wir schützen euch von der schärfsten Klinge. Lucy, was ist aus, Gesetzesbrecher? Euer Spaß hat ein Ende. Ich nehme alle gestohlene Ware an mich, die ihr habt. Jetzt seid ihr an der Reihe. Zahlt eure Strafe oder ich führe euch ab. Ich krieg hier nur Probleme. So, ja, komm, wir gehen ins Gefängnis. Sitz deine Strafe friedlich ab und leiste Genugtuung für deine Schuld der Gesellschaft gegenüber. Nur Probleme kriegen wir hier. Ja, Zeit absitzen. Ja, Meister. So, und wieder nur die falsche Rüstung an. Obwohl, warte mal, ich lasse die vielleicht... So ist auch sexy, oder nicht? Was willst du immer hier oben? Habt Mitleid, Herr. Ich habe nichts zu essen. Hallo. Guten Morgen. Auch wenn man sparen muss. Keine mehr. Ja? Ich weiß nicht, was ich das jetzt sagen sollte. Zum Glück kann ich wegen der Cam sehen, ungefähr, was die da macht. Kommst nicht mehr. Autsch, das tat weh. So, ich lass sie mal einmal runterkommen. Ja, habt ihr jetzt auch einmal richtig miterlebt, wie die hier hochklettern? Ich hoffe, ich blute hier jetzt nicht. Die war mit den Krallen dran gekommen. Wenn ich hier irgendwie an der Seite bluten sollte, sagt ihr mir auf jeden Fall Bescheid. Gehe ich mal von aus. So, jetzt suchen wir wieder Jenseriks Haus. Beziehungsweise, das ist ja aktiv. Ich bin im Haus von Roland Jenseritz angekommen. Ja, jetzt nicht mehr, aber... Wie kann ich euch helfen, Meister? Falsches Haus. Ich grüße euch. Da will schon die nächste hoch, oder der nächste. Ich sehe jetzt nicht, wer das ist. Sich einer das ist wieder Lucy. Wie ist das werte Befinden? Ist wieder die Lucy. Sorry, dass es auch jetzt irgendwie gar nicht zum Thema vom Spiel ist, was ich hier mache. Helvius, wo war nochmal sein Haus? Wo war nochmal das Haus von,
Wir waren doch vorhin da. Oder war es hier? Hier war es doch, ne? Lockmirs Haus? Nielsen Wanzes Haus? Hä? Wumix Haus? Wo muss ich nochmal hin? In welchem Dings war das? In welchem Viertel? Ich muss da nämlich nochmal rein. War das hier? Hier ist nur, wie kann ich euch sind nur die Händler. Marktviertel. Welchem Viertel war Dings nochmal? Hier sind wir wieder in der Arena. Ich finde es super, dass man die jubeln hört. War ganz leise, aber... Baumgartenbezirk? Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Ist ja auch der Park. Hä? Und noch jemand kuschelt da gerade an meinem Fuß. Zum Hans Haus? Roland Jenseriks Haus. Hier haben wir das. Diesmal wurden wir nicht gesehen. So. Ich würde sagen, wir fangen oben an. Ja, Gizmo jetzt ist auch noch wieder hier. Okay, wo könnte hier was sein? Was wir suchen. Hier sind ein Flugblatt. Wenn ihr Waffen und Rüstung höchster Qualität sucht, kauft bei eine faire Chance ein. Unsere Spezialität und maßgeschneiderte Rüstungen. Und dann Schaden, Geschick. Oh. Na, dort nehmen wir mit. Okay, jetzt habe ich zwei Katzen auf dem Schoß. Ein dritter will auch schon hoch. So, gehen wir mal in den Keller. Also. Noch ein Flugblatt. Wenn ihr Schutz braucht, tragt Rüstung von die beste Verteidigung. Wir schützen euch vor der schärfsten Klinge. Drei Brüder Handelswaren hat einen erstklassigen Ruf. Ihr bekommt immer... Lucy! Bleibt doch einfach auf dem Schoß sitzen, ja? Da habe ich kein Problem. Nicht auf die Tastatur. Drei Brüder Handelswaren hat einen erstklassigen Ruf. Ihr bekommt immer einen angemessenen Preis für eure Ware. Und wir machen euch immer faire Preise, wenn ihr etwas kauft. Es tut mir wirklich leid, aber... Das ist auch so zuckersüß mit den beiden hier. Oder mit den fünfen eigentlich sogar. Ja. Ja, einer ist schon wieder hinter mir am Klettern. Da kommt schon der nächste. Oh, ja. So. Aber ich habe jetzt nichts
gefunden. Was muss ich genau finden, suchen? Ich bin im Haus von Roland Jensarik angekommen. Ich sollte es nach wie auch immer gearteten Hinweisen bezüglich dessen Verbleibs durchsuchen. Goldschere? Was müsste ich hier finden? Ich glaube, wenn die Folge zu Ende ist, mache ich erstmal Pause und kümmere mich um die Katzen ein bisschen. So. Nein! Nicht da drauf! Nicht da drauf, ja? Nein, nee. Und nicht das Kabel ziehen! So. Nein, nicht du auch noch. Oh, es tut mir wirklich leid. So, ja, jetzt muss ich das hier wieder richtig machen. Sorry. So, was muss ich hier jetzt aber finden? Liebesbrief von Ralfina. Nach der Durchsuchung von Rolands Haus fand ich einen Brief an ihn von seiner Freundin. Die Rede war von einer Hütte, in der sich die beiden treffen würden. Sie befinden sich westlich der Kaiserstadt am großen Wald. Ich glaube, dort könnte Roland sich versteckt halten. Mein liebster Roland, ich kann es kaum erwarten, dass du aus Bravil zurückkehrst. Beim Gedanken, dass wir bald wieder vereint sein werden, hüpft mein Herz vor Freude. Ich sehne mich in jeder Nacht nach dir, wenn ich einsam in meinem Bett liege und du nicht da bist. Wie sehr wünschte ich, ich hätte die Reise mit dir gemeinsam unternehmen können. Aber ich verstehe, dass dies gefährliche Zeiten sind und ich dich nur aufgehalten hätte. Wenn du zurückkehrst, sollten wir vielleicht dem Chaos der Kaiserstadt entfliehen. Lass uns wieder in die Hütte im Wald ziehen, die von der du gesagt hast, dass wir dort immer vor der Welt sicher sein würden. Dort, wo du mich in deine Arme genommen und Lieder des Mondlichts und des Glücks gesungen hast. Dort, wo du mir sagtest, dass du mich liebst. Beeil dich, Geliebter, Ralfina. Okay, dann können wir unsere Sachen wieder anziehen. Das einmal wegschmeißen. Das einmal wegschmeißen. Das anziehen, das. Die einmal wegschmeißen. So. Hallo. Okay, jetzt sind sie alle nicht mehr an meinen Füßen. Die ganzen Katzen. Sprecht. Was braucht ihr, Meister? So, wo genau ist denn das jetzt? Okay, ich darf jetzt einmal drum herum rennen. Jetzt ist die Frage, war noch schon mal da? Warte mal. Roland Jensariks Hütte. Ja, wir waren schon mal da. Haben das uns angesehen, aber... Also zumindest, dass das aufgedeckt ist. Aber sonst noch nichts gemacht. Ich hab, warte mal, Schwert müssen wir ja auch noch. Diebesdolch. Nee, das nicht, das hier. Klingen des Leids. Ich weiß nicht mehr, für welche Quest wir das brauchen. Das war ja ein Questgegenstand. Da konnte ich nicht verkaufen oder auch nie wegschmeißen. Vielleicht auch jetzt noch einmal ganz kurz alles. Ach so, nichts ist kaputt. Okay. Wir hatten jetzt aber auch in letzter Zeit zu viele Gefängnisaufenthalte.
Aber ja, wurde ja auch Zeit, dass wir ein paar Mal dort unsere Zeit verbringen. Wir waren ja lange genug gesetzestreu und jetzt können wir mal das Gesetz brechen. Oder nach unserem Willen beugen, eher gesagt. Ich frage mich jetzt aber auch wirklich, wie viele Folgen werde ich mit Oblivion verbringen? Es ist noch nicht vorbei, oben ist bestimmt noch was. Autsch. So. Ja, denn Morrowind war schon 200 Folgen. Daggerfall war 210 Folgen, dafür Arena 220. Ah, ne, 110 Folgen Daggerfall und 120 Arena. So rum war das. Nicht 200. Nur Redguard war bisher am kürzesten, glaube ich, mit 30 oder 40 Folgen. So um den Dreh. Skyrim wird definitiv von den Singleplayer-Spielen von Elder Scrolls das längste sein, das weiß ich auf jeden Fall, weil wir die Anniversary Edition spielen. Und dann kam jetzt über den Creation Club, jetzt kürzlich, noch ein neues Add-on dazu. DLC oder was, wie man es nennt. Mit einer richtig geilen Story. Und das wollen wir ja auch noch spielen. Also ich will das zumindest spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das im Let's Play sehen wollt, aber ich würde das gerne spielen. Vor allem in der Anniversary Edition werden wir ja nicht nur Solstheim wieder besuchen. So von obwohl das war ja auch in der das war ja von Dings der DLC vom wie heißt das? Lorim dann? Wurde das genannt, glaube ich? Gut, hey! Erbärmlich! Stirb, du Ratte! Warum wollt ihr? So. Wir nehmen nur die Pfeile mit. Und den Reparaturhammer. Und den Reparaturhammer. Und da wir jetzt die Hämmer haben, nochmal alles reparieren. Ich frage mich, kriegen wir noch mal eine bessere Version von der Daedra-Rüstung. Da wir ja noch ein paar Level aufsteigen werden, ob es dann noch mal auch eine stärkere Version von denen gibt. Ich hoffe irgendwie zum Teil schon, damit wir noch mal ein bisschen besser gerüstet sind. Aber zum anderen Teil irgendwie auch nicht, weil ich habe jetzt ein paar Siegelsteine dafür verbraten, sagen wir mal so. Und ich weiß nicht, ob ich noch mal an Siegelsteine komme, weil alle Tore sind jetzt geschlossen. Mit Ende der Hauptquest. Vom Grundspiel. Ob das nicht vielleicht ein Fehler war oder so.
Okay, wir sind schon gleich da. Oh, ich liebe die Musik hier einfach, wirklich. Ich find's nur... Okay, da sind Banditen. Ich find's nur schade, dass der Soundtrack aus Morrowind hier nicht auch noch irgendwie nochmal Verwendung gefunden hatte. So, Lebenstränke. Die brauche ich jetzt nicht. Das Tor bleibt zu. Ich müsste mal die Siegelsteine, die ich habe, nochmal alle angucken. Vielleicht habe ich irgendwelche Zauber doppelt. Ich bin bei Rolands Hütte angekommen. Ich sollte hineingehen und nachsehen, ob er da ist. Ich sollte vorsichtig sein, da mich Selidor gewarnt hat, dass Vampire sehr gefährlich sein können. Ja, mal gucken. Bleib da weg. Geht weg. Ich weiß, was ihr hier wollt. Lasst mich einfach in Frieden. Ich bin wegen dem Vampirgerücht hier. Seht, du sagst, du seist ein Vampir. Wegen Seridor? Ein unglaublicher Halunke. Ich wusste, dass er versuchen würde, das mir anzuhängen. Könnte ich ihn doch nur zu fassen kriegen. Beruhigt euch und erzählt, Roland. Es tut mir leid. Ich habe mich hier in der Hütte versteckt und meine Manieren vergessen. Versucht, mich zu verstehen. Ich habe sie geliebt. Hätte ihr nie etwas getan. Relfina war die Liebe meines Lebens. Zum ersten Mal hatte mein Leben einen Sinn. Dann sah ich, wie Seridur sie mit diesem begehrlichen Blick ansah. Als sie begann, nachts im Garten spazieren zu gehen, wurde ich misstrauisch. Ich wollte sie nicht verlieren. Ich hätte ihr vertrauen sollen. Oh, Relfina. Was ist in dieser Nacht passiert? Ja, ich muss mich jemandem mitteilen. In jener Nacht beschloss ich, Relfina zu folgen. Ich wollte sehen, wohin ihre Spaziergänge sie führten. Als sie im Garten stehen blieb und Seridur aus dem Schatten trat, sank mir der Mut. Dann packte er sie plötzlich. Sie schien verzückt, als er seine Arme um sie schlang und seine Zähne in ihren Hals grub. Ich stürzte aus meinem Versteck und griff Seridur an. Er erschrak für einen Moment und stieß Relfina von sich. Sie stürzte zu Boden und ich hörte einen entsetzlichen Knall, als ihr Kopf auf einen Stein schlug. Ich war Seridur nicht gewachsen. Mit einer einzigen schnellen Bewegung schlug er mich nieder. Als ich das Bewusstsein verlor, sah ich noch, wie er lachte und das Weite suchte. Jetzt weiß ich, warum er mir in jener Nacht nicht den Garaus gemacht hat. Er wollte den Verdacht auf mich lenken. Warum habt ihr es niemandem erzählt? Ich geriet in Panik. Als ich wieder zu Bewusstsein kam, war ihre Leiche verschwunden. Ich wusste, dass Seridur ein angesehenes Mitglied der Gemeinde war. Sie würden nie glauben, dass er ein Vampir ist. Ich habe mich in die Hütte zurückgezogen, um nachzudenken. Okay, wegen dem Vampir? Ich schätze, ihr müsst euch nun entscheiden. Werdet ihr mich töten? Nee, ihn nicht. Hab Dank. Ich bin froh, dass ihr mir Gelegenheit gabt, alles zu erklären. Er war wenigstens ehrlich. Seridur. Okay, habe ich bei ihm nicht auf die Augen geachtet, aber der andere. Nicht Siri. Nein. Super. So, Seridur, der Kollege da von Seridur, der mit der Dedra-Rüstung. Der hatte rote Augen. Vampire haben rote Augen. Traut. So, was ist... Steht hier. Ich habe meine Hand gezügelt und lasse Roland für den Augenblick am Leben. Okay. Roland erzählt mir, dass er dachte, seine Freundin hätte eine Affäre.
Daher war er ihr eines Nachts auf einem Spaziergang gefolgt. Er kam hinzu, als Selidur ihr das Blut aus dem Hals saugte. Roland sagt, er habe Selidur angegriffen und in den Durcheinander bei Rolands Freundin getötet worden. Selidur kam davon. Er wusste, dass Selidur ein angesehener Bürger der Kaiserstadt war. Geriet er in Panik und ist hierher zur Hütte gelaufen, um seine Gedanken zu sammeln und zu entscheiden, was als nächstes zu tun sei. Ich muss mir darüber klar werden, wie ich in dieser Angelegenheit weiter vorgehe. Selidur nicht. Er ist gerissener, als ihr ahnt. Er war wenigstens ehrlich. Komm, wir machen eine schnelle Reise dahin. War das Tempelbezirk? Ich glaube, Tempelbezirk war das. Nee, ich glaube nicht. War das da vorne? Stadtinsel? Okay, Sprecht. Da war da. War das hier? Roland Jenseriks Haus. Okay, das war hier. Hi. Und die Vampire waren Seridurs Haus. Was will... Nein, Siri. Ich muss Siri deaktivieren. So, Leute. Hier ist auch ein getrocknetes Blut. Hier auch. Vor allem eine Sonne mit einem Blutstropfen drauf. Okay. Seridur, wo ist dein Rüstungsfreund? Rote Augen. Ihr seht beunruhigt aus. Ich hoffe, alles läuft gut. Er hat keine blauen, keine roten Augen. Wo ist dein Kollege? Deine Leibwache? Hier oben? Ihr solltet jetzt gehen. Wo ist deine Dedra-Rüstung hin? Ich hatte mich schon gefreut, das Zeug anzuziehen. Selber zu haben. Warte, ich gehe nochmal nach oben. Dunkelste Finsternis, Rezept. Ich bin Sylvan Dolovas, Seridurs Assistent und Leibwächter. Belassen wir es dabei. Aber wo ist deine Rüstung? Ich wollte die haben. Ich warne euch. Raus hier. Okay, egal. Habt ihr Roland zur Strecke gebracht? Er war dort nicht. Er sagte, er sei kein Vampir. Selbstverständlich hat er das gesagt. Er würde alles tun, um seine Haut zu retten. Bitte, lasst euch nicht von ihm täuschen. Ihr müsst dorthin zurückkehren und seiner Maskerade ein Ende bereiten. Bevor er eine Gelegenheit zur Flucht bekommt. Ich glaube ihm aber mehr als dir, Seridur. Weil hier... Wie kann ich euch behilflich sein? Er hat auch rote Augen. Seridur. Seridur ist ein Ehrenmann. Durch die Gründung des Ordens hat er bewiesen, wie sehr ihm die Kaiserstadt und der Schutz ihrer Bewohner am Herzen liegt. So, Vampir? Vampire leben selten allein. Sie umgeben sich zu ihrem Schutz gern mit ihresgleichen. Mhm. Und Roland Jenserik. An eurer Stelle würde ich bei Tag zu der Hütte gehen. Wenn er dann die Oberhand gewinnen sollte, könnt ihr euch nach draußen flüchten. Seid wachsam. Mein Wissen steht zu eurer Verfügung. Was wisst ihr über Roland Jenserik? Komisch. Eine Hütte ist ein ungewöhnlicher Schlupfwinkel für einen Vampir.
Sie bevorzugen sonst muffige Höhlen und dergleichen. Die sind dunkler und haben keine Fenster, die verdunkelt werden müssen. Mhm, und Seridur? Seridur? Er hat die Gruppe vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Sein Wissen über Vampire hat mich beeindruckt. Als wir beschlossen, eine offizielle Gruppe zu gründen, bot uns Seridur seinen Keller als Hauptquartier an. Nett, nicht wahr? So, was wisst ihr über Vampire? Mit normalen Waffen kommt man einem Vampir nicht bei. Man muss sie verzaubern. Ihr müsst euch mit einer solchen Waffe ausrüsten. Ich speichere noch einmal. Nehmt euch also in Acht. Okay, ich rede nochmal mit Seridur. Nun, steht da nicht einfach so rum. Geht und tötet ihn. Was, wenn ich ihn töte? Angriff! Seridur ist bewusstlos. Wo liegt er jetzt? Nein, ich will nicht mit Siri reden. Nun, steht da nicht einfach so. Könnte ich schneller, während die Wachen euch verfolgen? Warte mal, dann lade ich nochmal. Nein, nicht das. Das hier. Kann ich bei ihm irgendwas finden als Beweis? Grundlagen der Alchemie. Ebenholz Kurzschwert, Jenseriks Hausschlüssel. Ihr dreckiger kleiner Dieb. Ihr wagt es, mich anzufassen? Ich weiß euer Vertrauen zu schätzen. Ich habe vor, die Kaiserstadt zu besuchen und im Tempel des Einen beten zu gehen. Die Drachenstatue soll über 30 Meter hoch sein. So, sorry, jetzt habe ich vergessen, mein Mikro wieder einzuschalten. So, ich hatte wegen Gerüchte jetzt gefragt. Seridur. Ich weiß von Seridur und seinem Geheimorden. Was wäre ein besserer Deckmantel für einen Vampir, als vorzugeben, er würde sie jagen? Ihr solltet mit Fincias im Buchladen Erstausgabe im Marktviertel der Stadt sprechen. Ich weiß, dass er gelegentlich dorthin geht. Ich bezweifle, dass er Ghislaine und Graukehle etwas erzählt hat, aber ihr könnt es natürlich versuchen. Okay, und was mit Vampir? Wie ihr wisst, vertragen Vampire kein Sonnenlicht. Ich wette, dass man Seridur am hellen Tage niemals draußen sieht. Traut Seridur nicht. Er ist gerissener, als ihr ahnt. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das aber in der nächsten Folge. Mit den Vampiren. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!